Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, geht es heute um den Eistee von Capital Bra, wie ich auch schön da oben über meiner Tür das Poster habe. Und ja, in diesem Video teste ich den Eistee von Capital Bra und zwar in den Geschmackssorten Pfirsich, Wassermelone, Zitrone und Granatapfel. Ja, ich sag euch meine Meinung zu den Eisteesorten, wie sie mir schmecken, und ich bewerte die Eisteesorten von 1 bis 10. So wie ihr das auch von meinen Serienmeinungen kennt oder von meinen Filmmeinungen, die ich gemacht habe. Ich werde erstmal mit Pfirsich anfangen und dann kommen dann die anderen Sorten. So Freunde, jetzt komme ich erstmal zu der Sorte Pfirsich vom Brattee von Capital Bra. Auch sehr geiles Bild hier. Wirklich sehr geil. Hier überall Bra, Bra, Bra. Man kennt sich anders von Capi. Auch hier steht Bra. Einmal die Zutaten. Ich kann es ja durchlesen mal. 89% direkt gebrühter Schwarztee, Wasserschwarztee, also in Klammern, Zucker, Säurungsmittel, Zitronensäure, Säureregulator, Trinitatriumcitrat, Aroma, Pfirsichsaftkonzentrat, Antioxidationsmittel und Ascorbinsäure. Ja, Freunde, ich würde sagen, öffnen wir die Pfirsichsorte und let's go. Mal gucken, wie es schmeckt. So. Boah, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Also, wenn man sich jetzt ganz normal einen Pfirsicheistee holt, in einer Flasche, ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber der ist wirklich sehr geil, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr geil. Also, Respekt. Schmeckt echt lecker. Ja, feier ich. Ich hab nichts dran zu meckern an die Pfirsichsorte. Ja, schmeckt wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja, den Brattee Pfirsich bekommt von mir eine 9 von 10. Sage ich jetzt einfach mal so. Eine 9 von 10. Schmeckt wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja, Respekt, was da gemacht wurde. Ja, der Pfirsich-Brattee schmeckt wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja. Freunde, falls ihr die Pfirsich-Sorte getrunken habt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr dazu sagt, wie ihr Brattee-Pfirsich-Geschmack findet. Ja, meine Meinung ist, es schmeckt wirklich sehr, sehr geil. Also, meinen vollsten Respekt, falls du, Capi, Talbra, das Video sehen solltest, was ich nicht denke, aber es könnte ja passieren. Ja, mein allervollsten Respekt für den Brattee Pfirsich. Wirklich sehr, sehr geil. So, Freunde, jetzt komme ich zu der nächsten Sorte vom Brattee von Capital Bra. Und das ist Zitrone, Freunde. Ja, hier ist genau dasselbe drin, wie auch in Pfirsich an Zutaten. Auch wieder ein sehr geiles Bild hier von Capital Bra. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich öffne mal den Brattee Zitrone und mal gucken, wie mir Zitrone schmeckt. Let's go. Oh mein Gott. Alter, also der Zitronentee schmeckt mir um Weiten besser, als wenn man sich eine ganz normale Flasche im Laden kauft. Ach du heilige Scheiße. Also, oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Zitronentee schmeckt mir um Welten besser als ein ganz normaler Zitroneneistee in einer Flasche. Ach du heilige Scheiße. Pfirsich war schon sehr geil. Und jetzt Zitrone? Alter! Also auch hier mein allervollsten Respekt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Darauf erstmal wieder einen Schluck. Zu heftig. Oh mein Gott.
Sehr, 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 sehr geil. Wirklich. Sehr, sehr geil. Also, der Pfirsicheis, der hat schon eine 9 von 10 von mir bekommen. Und der Zitronen-Brattee bekommt von mir, sagen wir mal, eine 9,5. Ja, der Zitronen-Brattee ist auf jeden Fall ein paar Punkte besser als der Pfirsicheistee. Ja, wirklich sehr, sehr geil, Freunde. Ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, Freunde, falls ihr den Brattee im Zitronengeschmack schon probiert habt, schreibt mir dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ja, ich muss sagen, krass, richtig krass, muss ich sagen. Richtig, richtig heftig. Ein richtig geiler Zitronen-Eistee. Ja, darauf erstmal wieder ein Schluck. Boah, wirklich sehr, 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 sehr geil, Freunde. Ja, mein allervollsten Respekt, was da gemacht wurde. Oh mein Gott. Ja, ich bin sehr gespannt auf Granatapfel und Wassermelone schon, muss ich echt sagen. Pfirsich war geil und Zitrone jetzt sehr, 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 sehr geil, Freunde. Ja. 9,5 Punkte bekommt der Brattee im Zitronengeschmack. So, Freunde, jetzt komme ich zu der nächsten Sorte vom Brattee von Capital Bra. Und zwar Granatapfel, Freunde. Ja, auch hier wieder ein sehr cooles Bild, muss ich sagen. Ja, auch hier wieder eigentlich dasselbe drinne wie auch schon bei Pfirsich und bei Zitrone. Und ja, Freunde, ich würde sagen, let's go. Öffne ich mal und dann let's go. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich muss sagen, ist jetzt nicht so mein Fall. Da haben mir auf jeden Fall Pfirsich und Zitrone besser geschmeckt, muss ich sagen. Aber Granatapfel, ich weiß nicht. Schmeckt jetzt irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Ja, der Brattee in der Geschmackssorte Granatapfel bekommt von mir, sagen wir mal, eine 7 von 10. Ja, ist nicht so geil wie Pfirsich und Zitrone. Pfirsich hatte ja von mir 9 von 10 Punkte bekommen und Zitrone 9,5. Und jetzt Granatapfel 7 von 10. Schmeckt echt nicht so geil, Freunde, muss ich sagen. Ja, doch. Schmeckt irgendwie nicht so geil. Ja, Freunde, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu dem Brattee Granatapfel in die Kommentare, falls ihr den schon getrunken habt. Wie ist eure Meinung zu Granatapfel? Ich muss sagen, schmeckt nicht so geil wie Pfirsich und Zitrone, muss ich sagen. Aber ja, von der Qualität halt auch. Muss ich wieder Respekt aussprechen. Genauso wie bei Pfirsich und bei Zitrone. Eure Meinung interessiert mich. Wie ist eure Meinung zu Granatapfel? Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, falls ihr den schon getrunken habt. So, Freunde, jetzt komme ich zu dem letzten Brattee. Und das ist im Geschmack Wassermelone. Ich würde sagen, öffne ich den letzten Brattee für dieses Video. Mal gucken, wie der Brattee im Geschmack Wassermelone schmeckt. Let's go. Mal gucken. Ja, ja, ja. Ist schon geil, muss ich sagen. Auf jeden Fall geiler als Granatapfel. Mal noch einen Schluck. Ja, ja, auch jetzt nach dem zweiten Schluck, muss ich sagen, gefällt mir. Richtig geil, muss ich sagen. Im Gegensatz jetzt zu Granatapfel, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Respekt auch an den Brattee im Geschmack Wassermelone. Echt geil, auch wieder ein sehr geiles Bild hier von Capi. Ich habe nichts dran zu meckern an dem Geschmack Wassermelone. Echt richtig geil, muss ich sagen.
meine Favoriten: Wassermelone, Zitrone und Pfirsich, Freunde. Granatapfel war nicht so geil, muss ich sagen. Aber jetzt hier Wassermelone ist echt schon nicht schlecht. Ja. Ja, schon sehr geil, muss ich sagen. Wirklich. Schon sehr, 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 sehr geil. Dem Brattee im Geschmack Wassermelone gebe ich auch eine 9 von 10. Komm, was soll's. Ja, Pfirsich hat ja auch 9 von 10 Punkte von mir bekommen. Zitrone 9,5. Granatapfel 7 von 10. War nicht so geil. Und jetzt Wassermelone bekommt auch wieder 9 von 10 Punkte von mir. Genauso wie schon Pfirsich. Auch hier wieder meinen vollsten Respekt, was da gemacht wurde. Wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ich habe nichts dran zu meckern, außer an Granatapfel, was nicht so geil war. Aber egal. Ich freue mich schon auf die neue Sorte, die im Sommer dann kommt. Die hat Capital Bra in seiner Instagram-Story angekündigt, dass im Sommer eine neue Sorte kommt. Darauf bin ich wirklich, wirklich gespannt, was da dann kommt und wie es dann schmeckt, muss ich sagen. Freunde, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu dem Brattee in die Kommentare. Zu Pfirsich, Zitrone, Granatapfel und Wassermelone. Falls ihr die Sorten schon getrunken habt, wie ist eure Meinung dazu zu dem Eistee von Capital Bra? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung ist, falls ihr die Sorten schon getrunken habt. Ich muss sagen, mein allervollsten Respekt, was da gemacht wurde. Jede Sorte, bis auf Granatapfel, ist wirklich sehr geil, muss ich sagen. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Pfirsich, geil. Zitrone geil, Wassermelone geil und Granatapfel. Naja, geht so. Ist halt nicht so geil wie die anderen Sorten. Aber egal. Ja, Wassermelone wirklich sehr, sehr geil. 9 von 10 Punkten bekommt der Brattee im Geschmack Wassermelone von mir, Freunde. So, Freunde, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie ich den Brattee von Capital Bra getestet habe, die verschiedenen Geschmackssorten in Pfirsich, Zitrone, Granatapfel und Wassermelone. Wenn es euch gefallen hat, das Video, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wäre ein Abo, das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu einem zufälligen Video. Mal gucken, was ich da verlinken werde. Ich glaube, den letzten Lotte-Vlog werde ich da verlinken. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, gelangt ihr dann hier oben zum Video. Und ja, Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr mich dann abonniert habt, damit ihr keine Videos von mir verpasst, wenn ich eins hochlade. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, Freunde, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung, falls ihr den Brattee in den Geschmackssorten Pfirsich, Zitrone, Granatapfel und Wassermelone schon getrunken habt. Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr zu den verschiedenen Geschmackssorten sagt, falls ihr die schon getrunken habt. Meine Lieblingssorten sind auf jeden Fall ganz klassisch Pfirsich und Zitrone. Granatapfel fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Und Wassermelone war auch wieder geil, muss ich sagen. Eure Meinung ab in die Kommentare damit, falls ihr den Brattee schon getrunken habt. Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.